Yoshioka. Nächstes Ass. Leana Grossa. Davor Marie Hähnel mit dem Ass. Nun Leana Grossa. Und somit sind wir wieder auf einen Punkt dran. Ah, da fehlt so ein bisschen die Angriffssicherung. Die Idee ist gut von Fleur Savekö. Aber wieder ist der Sula-Block da und wir haben hier weiterhin. Und natürlich nicht unvergessen Carla Antonovic nun im Spiel. Mit einem guten Service. Und mit einem guten Pass auf Alice Dumbrink, die reingekommen ist für Marie Hähnel. Jetzt also Satzbälle für den SSC Palmberg Schwerin. Und der wird sofort genutzt. Nach dem erneuten Annahmefehler beim VfB Suhl Lotto Thüringen. Und damit geht Satz Nummer 1 mit 25-17 an den SSC Palmberg Schwerin. Aber kann den Blockpunkt da nicht mehr für sich entscheiden. Nächstes Ass. Nach dem Annahmefehler von Jette Küppers. 6:2 Führung und Auszeit genommen. Heißt es also auf der Anzeigetafel. Hanna Kohn weiter am Aufschlag. Danke bei Situation. Gute Rettungsdater von Leana Grossa. Und jetzt einmal den Dankeball sauber zu Ende spielen aus Suhl. Der Ball ist im Aus. Da war aber keiner dran. Da war mehr drin für Suhl. Und da muss mehr drin sein für den VfB Suhl Lotto Thüringen. Schlechte Annahme. Anders kann man nicht mehr dazu sagen. Marie Hähnel mit dem nächsten Punkt. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, wie hoch gewinnt Schwerin Satz Nummer 2. Also es sind keine gefährlichen Aufschläge, aber Schwerin hat hier in der entscheidenden Phase Probleme, die sauber nach vorne zu bringen. Womit Schwerin aber keine Probleme hat, ist den Block zu stellen. Und damit haben wir 7 Blocks. Und somit steht es jetzt hier in Satz Nummer 3, 2:2. Der Ball ist im Feld. Endlich mal wieder ein guter, platzierter Aufschlag der Suhler Damen. Danke, Ballsituation. Pass geht nach außen. Und Power-Tipp für Leana Grossa. Der Ball ist im Aus. Nächster Punkt, Leana Grossa. Und da ist der Matchball verwandelt. Jalen King-Ross bringt den Ball über die Mitte unter und somit gewinnt Schwerin 25-21. Satz Nummer 3 und damit das Spiel 3:0.